Hallo meine Lieben da draußen, wir sind, ihr seht richtig, wieder bei Anna und zwar haben wir ein neues Spiel begonnen. Ich möchte euch nämlich ganz gerne heute das dritte und letzte Ende zeigen, das ich euch schon angekündigt habe. Das werden wir heute machen. Dazu muss ich allerdings nochmal von vorne anfangen, da dieses Ende nicht am Ende zu erreichen ist, sondern etwas davor. Und wie gesagt, wie ich im Fazit schon erwähnt hatte, wenn man die Rätsel kennt, dann ist das Spiel einigermaßen flott durchgezockt. Ne? Deshalb werden wir da heute auch hoffentlich nicht allzu lange dran sitzen. Moment, ich brauche noch so eben so einen Tannenzapfen, die hier liegen. So, gib mal. Na komm, komm. Dankeschön. Jetzt brauchen wir noch den Stock, der hier irgendwo rumliegen müsste, genau. Um damit wieder alle Scheiben einzusammeln. Das bedeutet, wir müssen mit dem Stock nochmal, wie wir es im ersten Part schon gemacht haben, hier beide Steine zur Seite rollen. Nummer 1. Und Nummer 2. Das wäre schon mal geschafft. So, während der Stein da jetzt wegrollt, eben noch meine Feldfläche auffüllen. Jetzt schnappen wir uns die Glasscheibe. Moment. Ja, du sollst hier die Pfütze nehmen, Spiegelscheibe, genau. Dankeschön. Ja. So, dann das Ganze nochmal. Spiegelscheibe einsetzen. Einsetzen. Auge und entzünden und löschen. Na guck mal, wie flott das von der Hand geht. Und es sind Inside the Sawmill. Was? Jump into the house? Eine neue Errungenschaft? Cool. Kenne ich noch gar nicht. Nun ja. Alle Kerzen wurden angezündet. Ist hier überhaupt noch jemand? Nein, hier ist niemand mehr. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Ich möchte nämlich das ganz gerne alles in einen Part packen können. So, dafür machen wir hier mal auf. Hier können wir noch nicht aufmachen, oder? Das ist Schublade. Können wir die schon aufmachen? Sieht nicht so aus. Aber wir können hier zumindest schon mal das Dingens rausnehmen. Nehmen. Achso, müssen wir... Hä? Untersuchen. Fester Ruck benutzen. Okay, brauchen wir wohl noch irgendwas anderes vorher. Dann lass uns erstmal umgucken. So, der Ofen brennt. Genau, ich glaube, ich musste zuerst mal den Ofen ausmachen. So, einmal. Na komm, geh auf. So, ich glaube, das ging so. Ich glaube, wir konnten mit der Sägespäne den Ofen ausmachen. Oder auch nicht. Wie ging das jetzt nochmal? Wie gesagt, es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich hier vor allem die ersten paar Rätsel gemacht habe. Ja, ist in Ordnung. Gewächsschrift, ich will hier was benutzen können. So, Feldflasche. Das müsste doch so funktioniert haben, oder? Oder auch nicht? Doch, voll mit Wasser. Genau das wollte ich nämlich haben. Jetzt können wir nämlich das Feuer löschen. Ich weiß schon ganz genau, was ich zu tun habe. Am besten, ihr fragt mich gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, beziehungsweise wie ich herausgefunden habe, wie das zweite Ende funktionieren soll. Das war nämlich gar nicht so einfach. Schlüssel. Achso, genau. Da geht erstmal der Pack ab. Ja, wir wissen's alle. Mittlerweile grusel ich mich nicht mehr so wirklich vor diesem Spiel, da ich es ja jetzt schon mehrfach durchgezockt habe, beziehungsweise einmal und... Die ersten beiden Enden habe ich ja schon gesehen. Und jetzt holen wir uns noch das dritte Ende. Nimm das an dich. Moment. Und die auch. So. Dann machen wir weiter. Einmal zunächst Sägespäne
auf dieses Lichtdingens. Ihr wisst noch genau warum, ne? Weil jetzt kommt hier nämlich eine Brücke ans... Dam-da-da-da! So, hier können wir die Kamera Obscura hinpflanzen. So, untersuchen wir das Ganze mal. Berge, bla bla bla. Sehr schön. Soweit, so gut. Okay, 5,5 Minuten. Lässt sich da was mit anfangen. So, wie ging es jetzt weiter? Genau, einmal Klappmesser die Blätter aufmachen. Jetzt habe ich 5 Blätter. Da, 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 da. Sehr schön. So, wie ging jetzt das hier nochmal herausziehen? Vielleicht mit dem Messer anwinkeln. Ne, das ging nicht, okay. Na, gucken wir mal weiter. So, wie hat das jetzt funktioniert? Genau, ich weiß noch, dass hier unten unter diesen ganzen Holzteilen meine Messerklinge lag. Na komm, kommst du bitte mal hier zu Papa? Ja, die sind immer noch genauso schwer zu tragen wie am Anfang. So, geh weg. Ich möchte jetzt ganz gerne meine Klinge haben. Scharfes Teil. Untersuchen, nehmen. So, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Können wir mit dem scharfen Teil das jetzt hier raushebeln? Auch nicht. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das einfachste Rätsel funktioniert hat. So, das können wir uns mal durchlesen hier. Hat das jetzt irgendwas... Hat sich nichts geändert, ne? Hier, das müsste zu sein. Da geht nicht auf, genau. Wahrscheinlich klemmt das Schloss. So, wie hat das jetzt nochmal funktioniert? Lass mal gucken. Können wir das nochmal untersuchen? Untersuchen. Ist nicht wie die anderen des Messers aus. Klinge eines Messers, alles klar. So, wir haben die Blätter auch schon. Wie ging... Scheiße, ist mir jetzt voll peinlich. Wieso weiß ich nicht mehr, wie man hier dieses Messer rauszieht? Jetzt brauchen wir Tisch. Muss ich nicht zum Essen bleiben. Kriegen wir hier schon die Metallstangen? So, hier können wir uns ja draufstellen, aber das bringt uns ja noch nichts. Da werden wir zuerst mal diesen Griff brauchen, damit wir hier das Messer basteln können. Im festen Ruck. Ja, was könnte uns da dienlich sein? Vielleicht der Stock? Ja, genau so ging das, alles klar. So, jetzt gib mir bitte das Stückchen, dankeschön. Dann wird einmal kombiniert. Jagdmesser, nee, Quatsch, nicht das Jagdmesser. Hier, das scharfe Teil mit der Klinge. So. Ritueller Dolch. Jetzt wird sich einmal geritzt, indem wir den rituellen Dolch erhitzen, das kennen wir jetzt bereits. Ach so, genau. Ich muss das auf Kreis aus klarem Wasser anwenden. So rum ist es richtig. Gut, das hätten wir. Who are you? Naha. Doesn't hurt anymore. How did you do that? Wait, don't run off. At least tell me your name. So, jetzt müsste hier drüben die Tür aufgegangen sein. Ach nee, genau, jetzt sind hier die Bilder erschienen, so war das. Drin gezeichnet, okay. Wie ging das jetzt weiter? Okay, wir haben die Bilder, die Blätter haben wir auch schon. Aber hier ist ja noch keine Bilder erschienen. Kann man hier noch irgendwas untersuchen? Also Pfütze, schwaches Leuchten. Okay. So, irgendwas mussten wir natürlich nochmal mit den Bildern machen, bevor wir anfangen konnten. Ah, genau, jetzt fängt es an zu leuchten. So war es richtig. So. Vorzustechen, mit euch noch irgendwas anfangen. So, sind jetzt hier drüben auch die Bilder schon da? Nein. Okay, wie...
was, wie, warum und warum. Und weshalb überhaupt alles. Nehmen können wir nicht. Ich kann das nicht nehmen. Benutzen. Ja, genau. Jetzt, das war das. Es ist immer noch ein bisschen creepy. I'm not hungry. So. You're behaving strangely. Has something happened? Also. Die Happiness war golden, das wissen wir noch. Das hier war die Happiness. Das heißt, die Happiness kommt dahin. Ja, an diesem Rätsel hing ich, na, im ersten Durchlauf ziemlich lange. Das hier war der Tod. Der Tod ist schwarz. Zack. Dann war das hier die Einsamkeit, die war silbern. Ja, guck mal, wie das alles von der Hand geht. Ich hätte das ganze Let's Play in zwei Parts abwickeln können. Hä? Aber nein, ich dönere hier in fast 10 Parts rum, oder? Oder wie viel waren es eigentlich? Keine Ahnung. Naja, egal. So, Moment. Ich weiß noch, dass die Bronze war, glaube ich, Hass, oder? Lüge ist weiß. Genau, dann ist das hier ist nämlich Hass. Das war dann Bronze. Dann ist jetzt noch die Lüge in Weiß. Jetzt müsste sich eigentlich gleich was tun. Can you hear my kin? Ja. Can you hear your kin? Und schon wieder eine Errungenschaft, von der ich nichts wusste. So, Tür ist offen. Dann geh mal auf. Perfekt. So, hier haben wir noch den Schatten. Hallo? In den wir nicht reinlaufen können, weil wir so eine Pussy sind. Alles klar, das heißt, wir schnappen uns das Öl. Parken das Öl wieder in der Lampe und zünden die ganze Lampe an. Ja, kann jederzeit angezündet werden. Gib mir das Feuerzeug. Ah, guck mal an hier. Und die Dunkelheit wird vertrieben. So, Freunde, und jetzt will ich euch mal was zeigen. Sorry, no, just remember that I have to get more wood from the forest. Actually, we still have quite a lot here. Are you sure you're alright? Jetzt muss ich euch mal was zeigen, Freunde. Das etwas, das mir nie im Leben aufgefallen ist am Anfang. Und zwar haben wir hier einen Hebel. Untersuchen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu ziehen, wenn ich herauszufinden will, wofür es gut ist. Das ist ja total falsch, oder? Nehmen können wir es nicht, also benutzen wir ihn. Die Haupttür ist nun offen. Ich kann von hier verschwinden. Freunde, warum hab ich das nicht gesehen beim ersten Mal durchzocken? Ich weiß es nicht. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls können wir jetzt Folgendes machen. Wir können wieder nach draußen. Und damit haben wir das dritte Ende. Was für ein Geisterhaus. Was uns passierte, ist schrecklich. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Sie ermordeten sie. Sie dachten, sie sei eine Hexe. Aber sie nahm ihre Rache an ihnen. Ist das das Geheimnis, das ich suchte? Vermutlich. Ich werde nie wieder zu diesem verfluchten Ort zurückkehren. Tja, und damit hätten wir das dritte Ende. Tja, ist schon der Wahnsinn, oder? Wie schnell man das erreichen kann. Innerhalb von 14 Minuten haben wir das Spiel schon wieder zur Hälfte durchgezockt. So, was kann man denn zum... Moment. Wundert euch nicht, dass ich hier das mal eben lade, weil es ist mir einfach zu laut. Es ist mir einfach viel zu laut da. Da kann ich nicht gescheit reden. Keine Sorge, ich mache auch direkt auf Pause, wenn es denn mal endlich geladen haben sollte. So. Da kann ich euch nämlich jetzt mal ein Fazit zum letzten Ende erzählen. Also, das ist im Prinzip das Ende, wenn wir uns... Ja, wenn uns die ganze Geschichte zu gruselig ist, dann gehen wir einfach wieder und werden somit niemals erfahren, was mit Anna passiert ist. Aber auf der anderen Seite hat es durchaus, zumindest für unseren Hauptcharakter, hat es durchaus auch was Positives, da er jetzt weder irgendwie im Wald verbrennt oder wie auch immer ich das mit interpretiert haben kann. Und er wird auch nicht unterhalb dieses Sägewerks eingeschlossen mit einer Statue, in die er sich verliebt hat. Also so gesehen ist das Ende gar nicht mal so schlecht.
So, das waren jetzt alle drei Enden von Anna. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei bei meinem ganzen Let's Play, insbesondere nun an diesem Part, in dem ich euch das letzte Ende gezeigt habe. Wenn dem so ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den drei Enden haltet, welches ihr am sinnvollsten, am schönsten findet, wie auch immer. Ich möchte bitte eure Meinung haben. Und dann sehen wir uns in meinen folgenden Projekten wieder. Bis dahin, tüdelü.